Wundert das? Was mich mehr wundert, ist, warum tritt Andi nicht auf, Mann? Auftritt Andi! Stopp, aus! Aber wo bleibt denn der Andi, Mann? Was ist denn los? Ja, das frage ich mich auch. Ich warte auf den Spot. Die zwei Effektscheinwerfer sind ebenfalls nicht an. Ja, tut mir leid, die Sicherung ist raus. Ich kann doch auch nichts dafür. Ja, die Lichtanlage ist hinüber. Katharina hat schon eine neue beantragt. Ja, ohne vernünftiges Licht gehen bestimmte Sachen nicht. Trotzdem, Auftritt heißt bei uns Auftritt. Das ist eine goldene Regel. Kapiert? Goldene Regel? Goldene Regel hilft da gar nichts. Wenn ich kein vernünftiges Licht habe, kann ich gehen bestimmte Sachen nicht. Ich kann höchstens einen Handstand machen oder sowas. Hier, da. Zufrieden oder auch? Witzig. Sehr witzig. Tut mir leid, aber Frankfurt hat das Geld für die neue Lichtanlage nicht bewilligt. Ich verstehe das auch nicht, aber die sind eben weit weg von der Praxis. Wirklich nichts zu machen? In dieser Saison nicht mehr. Andi, ich würde es wirklich gerne. Deine Shows kommen gut an, aber es... Aber Katharina, es geht doch nicht ohne vernünftiges Licht. Ich weiß, wir sind die Hände aber gebunden. Hi. Katharina, das sind 29.400. Willst du mir noch einen Stempel drauf machen? Mhm. Ich will ja nicht nerven, aber ich muss unbedingt nach Heraklion Ersatzsicherung kaufen. Sonst können wir die Show heute Abend vergessen. Ja, ist gut. Lass dir das Geld von Maya aus der Handkasse geben. Und ein Auto? Kann ich einen Clubwagen haben? Mhm. Das heißt, warte mal. Maya, kommst du mal bitte? Maya muss nämlich auch nach Heraklion. Das Geld stimmt. Wenn du zur Bank fährst, kannst du den Andi bitte mitnehmen? Dann hast du auch gleich Begleitschutz. Bisher ging es eigentlich auch bestens ohne. Ich weiß. Andi muss noch Sicherungen kaufen. Kein Problem. Na, wie findest du das? Echt super scharf. Und heute, da kauft man noch eins für dich. Du, da waren noch ein paar super Teile in der Boutique. Meinst du? Wie viel würdest du denn anlegen? Naja, 400 habe ich noch bar. Die müssen wir noch tauschen. Hm. Kannst du mir zur Not vielleicht noch was leihen? 100? So ein Mist. Was denn? Ach, Andi bekommt kein eigenes Fahrzeug. Er soll mit Maya fahren, weil die eh nach Heraklion muss. So, ich fürchte, dieser Trip fällt ohne Auto ins Wasser. Ach, Quatsch. Können die uns nicht mitnehmen? Ja, klar, aber Maya will schnell wieder zurück in den Club, verstehst du? Und ich denke, da bleibt für uns einfach nicht viel Zeit. Ich wollte mir ein paar neue Schuhe kaufen. Du, wir laden den Maya einfach auf einen Kaffee ein. Ja. Oder du kümmerst dich ganz einfach um das hier umsehen, hm? Gute Eins. Möglich zur Bank und dann wieder zurück in den Club. Ey, so dienstgeil siehst du gar nicht aus. Oder findest du das? Sieht man dann aus, wenn man dienstgeil ist. Aber wenn es dich glücklich macht, ich trinke noch einen Kaffee mit Milch und Zucker. Und Anni, was willst du? Cola. Ah ja. Mann, war das stressig hier. Kommt. Ja, komm. Oh, guck mal, ein Foto. Mit Milch und Zucker? Orangensaft. Hab ich Wasser, bitte? Du bleibst du mal hier, ich geh dann schon mal zur Kasse. Kannst du mir ein Zeichen geben, wenn das voll ist? Klar. Ich würde Maya mal ein bisschen ruhiger. Sonst wird das mit unserem Shopping heute nichts. Ich brauche noch Strumpfe. Wo willst du einen Kaffee hin? Du, einfach am Tisch. Was willst du mit der Tasche? Sicher ist sicher. Also hier steht alle 2 Stunden 10 Tropfen. Ich stell dir die hin, okay? Rüber hoch.
Bevor sie es heiß. So. Oh. Entschuldige. Also, wenn du mich fragst, irgendwas fehlt hier im Kräutersud. Was bitte? Moment. Krieg ich sowieso nichts. Raki. Oh nein, wieso denn Raki, Mann? Warte ab, morgen früh bist du wieder im Sattel. Wenn ich das vielleicht gar nicht will, hast du darüber schon mal nachgedacht, ne? Kopf rein. Dass du krank sein willst, darüber denke ich schon die ganze Zeit nach. Unterschreib den Vertrag beim Marengo. Was Besseres kann ja darüber überhaupt nicht passieren. Dann ist deine nahe Zukunft gesichert und dir geht's wieder gut, hä? Hör mal, ich will vielleicht gar nicht. Hey, Vorhang zu und weitermachen. Kai, Wasser auf dem Klo geht nicht. Ja, ich weiß. Nimm den Eimer. Oh Mann. Bitte, ja? Und? Ja, ja. Ey, da war mein ganzes Geld drin. Katja? Hey, so schlecht. Katja. Oh, Scheiße. Corinna! Corinna! Hey! Katja! Club Marengo, bitte komm! Club Marengo, bitte komm! Club Marengo, bitte komm! Katharina, für Andy. Bitte kommen. Dringend. Ja, Katharina. Ja, Katharina, wir sind ja an der Tankstelle von zwei Motorradfahrern überfallen worden. Was? Seid ihr verletzt? Ah, Katja, geht's nicht so gut. Aber Katharina, das Geld ist weg. Ich meine das Trinkgeld. Um Gottes Willen. Wo ist die Tankstelle? An der Old Road, Höhe von Gouves. Eine rote Tankstelle. Röde verständigt gerade die Polizei. Wartet bitte die Polizei ab und erstattet Anzeige schon allein wegen der Versicherung, ja? Ja, okay. Ich kann das einfach noch nicht fassen. Es ging so schnell. Das ist ja furchtbar mit dem Geld. Ich bin erstmal froh, dass euch nichts passiert ist. Ende erstmal. Ende. Wie geht's, Katja? Ja, die fängt sich langsam wieder. Ich glaube, es war nur der Schock. Boah, ich könnte mich so in den Hintern beißen. Warum habe ich die Tasche auch nicht im Auto gelassen? Wie viel waren drin? Nix. Komm mal mit. Was? Komm mit. Alles hier im Brustbeutel. In deinem Brustbeutel? Ja, den Trick hat mir mein Banker verraten. Tasche mitnehmen, Geld woanders haben. Das gibt's doch nicht. Was war in Katjas Tasche dann? 500 Mark. Hi. 400 von ihr und 100 von Corinna. Und der Personalausweis. Da hat der Club ein Schweineglück gehabt. Katja. Clubfahrzeug, bitte kommen. Andi hier. Wie geht's euch denn? Weiche Knie. Also ich habe mal in den Akten nachgeschaut, ja? Und das Geld macht immer keine Sau. Das war versichert. Obwohl... Kommt erstmal in den Club. Okay. Eigentlich... War ein Strafschuss, würde ich sagen. Warte mal, komm mal hierher. Hä? Komm mal. Was wäre, wenn es nicht da wäre, wenn es weg wäre? Wie bitte? Ich möchte nicht mit den anderen darüber reden. Wer weiß denn, dass das Geld noch da ist? Nur du und ich? Ja, und Katharina. Sag mal... Katharina habe ich gesagt, dass es geklaut wurde, in der Annahme, dass es auch wirklich weg war. Hör mal zu, wir fahren jetzt ganz schnell zur Bank. Dass du dich da irgendwie bereichern wolltest oder was, das habe ich jetzt total überhört, ja? Doch nicht für mich. Für uns beide oder was? Vergiss es. Für den Club, dem es auch gehört. Wie meinst du das? Darf ich mal? Was hast du vor? Zunächst, das Geld ist in der Tasche und die Tasche ist weg. Guten Tag. Was ist los? Ja, zwei Motorradfahrer haben unser gesamtes Geld gestohlen. They took our whole money. Bei mir waren es 500 Mark. 500 German Marks. Ja, aber das ganze Clubgeld, was noch in der Ledertasche war. It was much, much more money. Ja, wie sollen wir herkommen? Maya weiß doch, wie viel da drin war. Ja, weil ich weiß es auch nur ungefähr. Was willst du nachher mit dem Geld machen? Später. Du wirst sehen, alle profitieren davon. Hallo, ja. Hi. Hey. They stole the money that belonged to the club. How much money? About 30,000. Wie viel hatten wir zur Bank zu bringen? Fast 30,000? Tosa bola. 30,000.
Katharinas, wo ist denn schon wieder die Zange? Mensch, ich leg mir das Werkzeug dahin und... Ich komme mit diesem Andi nicht klar. Ja, sicher. Er stiehlt ja die Show. Hm? Quatsch mal. Ich sagte, Chris, unterschreib den Vertrag. Hast du eine klare Position? Ja. Du bist verantwortlich für die Entwicklung neuer Abendshows. Außerdem können wir dich gut in Animationsausbildung gebrauchen. Ja, dieser Typ macht mich krank. Der weiß immer alles besser. Ständig. Ja, mit dem Licht hat er ja recht. Ne? Die Lichtanlage, seitdem die letzten Winter nass geworden ist, kannst du die vergessen. Unterschreib. Dann kommst du endlich mal auf andere Gedanken. Du kannst den Frust von der geplatzten Tournee vergessen. Sag mal, wollte Kathi und Jona, wollten die nicht längst da sein? Oh, mein Gott. Sag mal ganz ehrlich. Hat sie ein Verhältnis mit ihm? Wer mit wem? Katharina und Andi. Katharina und Andi, du spinnst. Nadine, das ist der Fieberwahn. Vielleicht sollten wir zur Fiebersenkung jetzt doch besser die Ziegenquarkwickel anlegen. Ich glaube das auch bald. Hallo? Wo kommst denn du jetzt so spät her? Ach, hör bloß auf. Ärger, Riesenärger. Maya und Andi sind überfallen worden. Es ist mir ganz schlecht. Du, komm erst mal zum Auto. Ich hab den anderen gesagt, wir warten im Auto. Wer weiß, wann die fertig sind. Ich bin ganz zittrig. Ich auch. Hier, fühl mal. Jetzt will ich aber erst mal wissen, was du mit dem Geld vorhast. Du hast bei den Bullen nichts von Geld gesagt? Ich musste nicht viel sagen. Die haben mich gefragt, wie es abgelaufen ist, haben mir noch mal die leere Tasche gezeigt, ob es unsere sei. Ich habe gesagt, dass 30.000 Mark drin waren. Waren ja auch 30, ne? Es sind 30.000. Hör mal, was willst du mit dem Geld? Ich rede mit der Katharina, die wird sich freuen, verlass dich drauf. Du redest mit Katharina? Ja, ja. Wann? Sobald wir im Club sind. Und was willst du dir erzählen? Zunächst einmal, keiner soll offiziell von dem Geld wissen. Also du nicht, ich nicht. Es ist echt nicht Corinna, Katja oder Röde. Und Katharina, naja, die wird es dann wohl wissen. Aber die wird es dann auch schnell wieder vergessen. Die bekommt ihr Geld ja von der Versicherung zurück. So, und ich? Ich kaufe vom Geld für den Club eine neue Lichtanlage. Zumindest, was ich für den Betrag bekomme. Die wichtigsten Elemente bestimmt. So ist doch allen geholfen. Clever. Findest du auch? Ja, eine neue Lichtanlage, damit du besser ins Licht kommst. Ach, ich bin in einer Saison wieder weg und der Club hat eine neue Lichtanlage. Und Katharina bekommt, was ihr von Frankfurt nicht bewilligt wurde. Mir ist schlecht. Ich will jetzt auch so schnell wie möglich in den Club und mit Katharina reden. Beeilt euch mal. Soll ich fahren? Oh nee, du lass mal. Mit den zitternden Händen, das mache ich besser. Mensch, Claudine, die wäre beinahe weg gewesen. Ne? Komm, Carla, auf. Ich bind dich jetzt hier an. Komm. Kommst du schon mit der Ziege? Kannst du nicht erst mal den Kram hier wegholen? Ja, das mache ich sofort. Der mit seiner Ziege rum. Also mit der Polizei habe ich gesprochen, das eilt erstmal nicht. Die wollen erst Montagmorgen in den Club kommen. Da gab es in letzter Zeit wohl mehrere Überfälle dieser Sorte. Wir sind total überlastet. So. Wollt wirklich nicht mitessen jetzt mal? Schön brav, ja? Nee, lass mal, da gibt es ein riesen Gala-Buffet, danke. Wo geht der eigentlich hin? Ach, das weißt du noch gar nicht? Christoph hat mir ein Wochenende geschenkt in einem Luxushotel. Ui. Rundum verwöhnen lassen. Tja, aber so praktisch wie er nun mal ist, das Hotel wird heute eröffnet und Christoph soll die Gala geben. Aber das sehe ich noch nicht so ganz. Sag mal, willst du dich nicht doch lieber ins Bett legen, Schatz? Hm? Ach Quatsch, Mann, ich hab den zugesagt. Außerdem möchte ich dich mal wieder ganz für mich haben. Hm. Keiner hat eine Telefonnummer. Und ihr lasst uns einfach mal untertauchen, okay? Mit 39 Fieber? Wie soll denn das gehen? Oh, Katharina, das kann ja eine heiße Nacht werden. Aber wir kennen ja unseren Christoph. Applaus ist doch die beste Medizin für ihn. Und ich freue mich schon jetzt auf den Märchenabend mit eurem Sohn. Jona, hallo, guck mal hier. Jona, hallo. Pass mal auf, was der Onkel Kai jetzt macht. Es war einmal ein kleiner, hutzliger Zwerg. Der hieß Hutzelzwerg. Hab noch keine Angst, Mann. Nein, Jona. Ah, da haben wir es wieder. Was? Das Fieber. Gegen Abend steigende Tendenz. Like you know
you just can't lose. Plug it in and I pump it up and I dance away your blues. Jetzt kann ja eigentlich fast nichts mehr schiefgehen mit der Technik, hä? Ich bin doch völlig durchgeschwitzt. Let the beat just slip on it and dance away your blues. Mensch, Mädel, du hast ja einiges durchgemacht. Das muss ja der totale Schock gewesen sein. Ist es auch immer noch. Ich verstehe gar nicht, wo der die Kraft hernimmt. Also, aber weißt du, wo Katharina ist? Die ist in Klausur. Wann kommt die wieder? Montag. Mit Christoph mal richtig ausspannen. Das ganze Wochenende weg? Mhm. Wieso? Gibt's eine Telefonnummer? Nee, irgendein neues Hotel an der Südküste, den Namen kenne ich auch nicht. Wir haben den Jonathan das ganze Wochenende. Die zwei wollten sich mal so richtig erholen. Christoph ist eh total krank. Yeah. I wanna see you sweat. Dance away your blues. Move on with emotion, like you know you just can't lose. Plug it in and I pump it up. Was ist denn los? Ich wollte noch mal mit dir reden wegen dem Geld. Wegen dem gestohlenen Geld? Ja. Dance, dance, dance away your blues. Dance, dance, dance away your blues. Wie mir gesagt hat, ist vor Montag da sowieso nichts zu machen. Aber ich muss jetzt zur Absage. Ich nehme das schwarze Nico, okay? Alles klar. Dance away your blues. Ist alles in Ordnung? Lass mal. Ja, das war der Andi. Andi, komm doch raus, wo steckst du denn? Andi, er ist seit kurzem bei uns im Club. Und die Mitglieder unseres Animateurs-College. Die Corinna, die Katja, die Alex, die Katha, die Anja, die Heike, die Silvi, der Yves, der Ingo, Cora und Bianca. Unserem Club, wie ihr vielleicht wisst, ist ein Animateurs-College angeschlossen und heute Abend war sozusagen die Premiere. Na, die erste Arbeit war doch schon recht vielversprechend, oder? Komm gleich. Echt nichts. Eine Tankstelle, ein Esel, zwei Kapseln, zwei Griechen und vier. Sonst nichts. Alles weg, denkst du nicht? Auf einmal kommt der Motorradfahrer, es fährt alles weg. Und dann? Ja, es ging auch dann. Mann, es ging alles total schnell, echt, das war der Hammer, ratzfatz. Das war im Grunde wie im Film. Es lief ab und ich stand da und ich habe überhaupt nichts geglaubt. Das war der Hammer. Aber ich habe schon gesagt, dass ihr richtig klasse wart. Weiter so. Super. Ach komm, du musst doch zugeben, ohne Andi sehen wir total alt aus. Trotzdem, Synchronität beim Tanz, Katjas und deine Stimme. Eins A. Na klar. I'm not a fool. No way. Ach, guten Abend. Darf ich eine kleine Aufmerksamkeit des Schaus auf den Tisch stellen? Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Bitte. Kompliment. Ihr Mann ist großartig. Dankeschön. Dabei war er vor einer Stunde noch krank. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch und ein erholsames Wochenende bei uns. Vielen Dank. I'll be there for you, baby. Every day. Every day. Every day. Hallo?
ist das doch der totale Wahnsinn, was der Andi so alles kann. Eigentlich finde ich den total süß. Hm, nicht nur du. Du auch? Nö. Aber eine ganze Menge anderer Frauen, denke ich mir mal. Finger weg, meine Liebe. Keine Angst. Also, ich finde ja den Christoph, wie soll ich sagen, der ist halt älter, der hat Erfahrung. Auf jeden Fall wünsche ich mir, dass er die Showabteilung im College übernimmt. Gut, dann nimmst du Chrissy und ich Andi. Hey, guck mal. Was will die denn? Dasselbe wie du wahrscheinlich. Na, dann ist ja klar, warum er so wenig Schlaf bekommt. Und wenn nicht? Wie meinst du das? Na, die waren bis jetzt wie Katz und Maus. Soll das jetzt mit einmal so anders sein? Andi? Was denn hier? Entschuldige, ist Andi da? Ja, klar ist er da, aber der pennt. Der ist völlig alle gewesen. Oh, kannst du mich trotzdem kurz wecken? Ja, muss das sein, echt? Bitte. Andi? Andi, du hast Besuch. Was ist denn hier? Reden. Wo wohnst du? Jetzt komm, beeil dich, ich warte hier. Von den beiden? Nö. Bisher dachte ich eigentlich eher, die könnten sich nicht riechen. Siehst du? Gar nichts sehe ich. Aber trotzdem komisch. Aber ich will nichts gesagt haben. Dafür hast du aber eine ganze Menge gesagt. Was ist ja nicht los? Ach, vergiss es. Mein loses Maul. Sorry. Da legt der Herr sich einfach ins Bett und schläft. Und ich komme fast um vor Schiss. Außerdem wollten wir sofort mit Katharina reden, wenn wir wieder im Club sind. Ich hab's versucht, aber sie war nicht mehr da. Ich weiß, wo sie ist. Nur jetzt ist es leider zu spät. Scheiße. Warum habe ich mich da überhaupt drauf eingelassen? Ich spreche sofort morgen früh mit ihr. Ach ja, morgen? Die kommen leider erst übermorgen wieder. Shit. Das darfst du mal laut sagen. Wo sind sie jetzt? Können wir da nicht hinfahren? Ach, irgendwo an der Südküste in so einem neuen Hotel. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Da müsste man sich halt erkundigen. Aber jetzt mitten in der Nacht. Entschuldigung. Das habe ich nicht so gewollt. Ich habe einfach das Gefühl, je länger wir hier sitzen, wir rutschen immer weiter rein. Stimmt. Aber was sollen wir machen? Wir müssen bis Montag warten, bis Katharina wieder zurück ist. Je mehr Leute wir einweihen, umso mehr... Ich kann nicht bis Montag warten. Lass uns morgen ganz früh hinfahren und sie suchen. Da wird sie aber nicht so begeistert sein. Das ist mir scheißegal. Ich will einfach diesen fürchterlichen Druck loswerden. Maja. Jetzt leg dich erstmal schlafen. Du bist völlig überdreht. Und morgen sehen wir es zusammen weiter, okay? Ich fahr dahin und ich finde sie. Gut. Dann komme ich mit. Aber jetzt leg dich erstmal schlafen. Hey. Ich hab Schiss. Kannst du nicht da bleiben? Ich schlafe auf dem Sofa. Nee, lass mal. Nee. Nein. Thank you.
glaube, das war keine so gute Idee. War unüberlegt. Ey, warte mal noch ein bisschen. Ist noch sehr früh. Ja, ja. Ja, dann kommen Sie mal rein. Wow, das sieht ja toll aus. Vielen Dank. Tschüss. Lecker. Hey, Schatz, hast du das bestellt? Meinst du, das kommt von alleine? Ich dachte, du bist krank. Was ist denn mit dir los? Ich bin nicht krank. Was soll denn das heißen? Hm? Verstehe ich nicht. Pass mal auf. Das Animateurskolleg arbeitet selbstständig. In Personalangelegenheiten untersteht es dem zugehörigen Club und seiner Clubleitung. Was soll das? Ich wäre dann deine Chefin. Okay. Ja, wenn du unterschreibst. Unterschreibt. Schau dir das mal an. Unterschreiben? Ja. Hey, du hast es dir überlegt? Das finde ich ja toll. Die ganze Zeit habe ich überlegt. Die ganzen Übernachtungskosten hier, die hätten wir uns sparen können. Zumindest zur Hälfte. Ach, du armer Mensch. Komm, jetzt frühstücken wir erstmal schon. Ja. Und wie kam das, dass du dich so plötzlich entschieden hast? Ich bedanke mich bei Andi. Danke. Wieso? Was hat der denn damit zu tun? Was der damit zu tun hat? Mhm. Meinst du, ich überlasse dem kampflos die Arena? Ja. Oh, Schatz. Was macht ihr denn hier? Oh, entschuldige, Christoph. Das ist zwar total bescheuert, aber ich muss echt ganz dringend mit Katharina reden. Was ist denn passiert? Eine total verfahrene Sache. Was ist denn los? Katharina, du bist die Einzige, die uns jetzt helfen kann. Ey, komm, jetzt von Anfang an, ja? Hi, lass mir mal deinen Walkman. Ich wollte mir noch mal einen letzten Song für heute Abend reinziehen. Vielleicht haben sie, sorry. Ach, schade. Wo ist denn Andi? Keine Ahnung. Ich kann mal eben schauen, wo er sein wird. Der muss eigentlich rumgehen. Nein, das ist kein Problem. Wir tauschen die öfter aus, echt. Du brauchst jetzt nicht rumzusuchen. Ja, ist doch nicht schlimm. Der hat den hier irgendwo rumliegen. Oh, wo ist das Ding denn jetzt? Hoppla. Das kann aber jetzt nicht wahr sein. Sag mal, was ist denn das? Rate mal. Ich glaub's einfach nicht. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass ich euch dankbar auf die Schulter klopfe. Ich sehe, dass es aus einer guten Absicht heraus gemacht hat, aber trotzdem ganz schön kurzsichtig. Was wird jetzt mit dem Geld? Naja, er wollte eine neue Lichtausstattung kaufen. Ja, und keiner wird fragen, wo das Geld her ist, hä? Du könntest ja sagen, du hast es eingespart. Christoph, das ist Versicherungsbetrug. Das mache ich nicht, das weißt du. Meine Schnapsidee. Katharina, ich nehme alles auf meine Kappe. Das war meine Idee. Maya hat damit nichts zu tun. Ich dachte nur halt in den Trubel, weißt du, da ist plötzlich das Geld da, was uns nicht bewilligt wurde. Wer hat das in der Hand? Mhm. Ich wollte nur allen helfen. Mhm. Ist aber schiefgegangen, Mami. Das sehe ich jetzt auch so. Jedenfalls bin ich froh, dass ich es dir gesagt habe. Ja. Und jetzt liegt der schwarze Peter bei mir. Warum denn? Was machen wir jetzt mit dem Geld? Ich kann jetzt nicht zur Polizei gehen und sagen, tut mir leid, das Ganze war ein Irrtum. Das Geld ist doch da. Dann bringe ich Andi und Maya sofort mit dem Verdacht. Und alle anderen, die dabei waren, auch. Passt mal auf. Sagt erstmal niemandem was davon. Es muss ja nicht gleich Clubgespräch werden, ihr kennt das ja. Schon allein, um euch zu schützen, okay?
Andererseits, ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen der Polizei die Karten auf den Tisch legen. Wir sollten nichts übereilen, Katharina. Bis morgen früh haben wir noch Zeit und können nichts machen. Also sollten wir nachdenken. Und die Polizei kann auch nichts unternehmen. Wie du schon gesagt hast. Also, eine Tasse Kaffee? Ich denke, ihr habt eh noch nicht gefrühstückt. Das ist nicht zu fassen. Es geht mir nicht in den Kopf. Das ist echt ein Hammer. Meine 500 Mark, okay, da komme ich drüber weg. Aber die eigenen Kollegen da so mit reinziehen, das ist im Grunde mitbeklauen. Das ist echt ein Hammer. Sie müssen es ja nicht gewollt haben. Ich meine, dass wir mitfahren, konnte ja keiner vorher ahnen. Du hast recht, es ist einfach unglaublich. Hör mal, der Typ ist doch ein perfekter Schauspieler. So scheinheilig. Bei mir ist er total unten durch. So ein Arsch. Das Zeug nicht aus den Haaren, weil das Wasser so weich ist. Nadine! Außerdem ist es kalt. Es hat geklappt, er ist steif. Wer? Der Ziegenkäse. Komm doch mal, guck mal. Ah, komm. Willst du mal probieren? Probier doch mal. Jona, auch ein Stück Käse? Gut. Nee, naja. Kai, ich bin auch kein Maßstab. Ich mag keinen Ziegenkäse. Sag mal, kann das sein, dass du hier in diesem Haus überhaupt nichts magst? Doch, ich mag was an diesem Haus. Was bist du? Das reicht aber auf die Dauer nicht. Richtest du dich immer noch auf Dauer hier an? Claudine, ab nächste Woche haben wir fließend Wasser. Dann ist das Bad benutzbar. Dann geht's dir bestimmt besser. Auch wenn du mich jetzt für verrückt erklärst. Aber ich wüsste, wie es mir besser gehen könnte. Wie denn? Kai, ich möchte ein Kind. Ich kann es mir hier gut vorstellen. Claudine, wo kommt denn das auf einmal her? Ja, das Wochenende mit Jona, das hast du doch auch total genossen, oder? Also ich habe deinen Geschichten vom Hutzelmann richtig gerne Hutzelzwerg. Du kannst richtig gut Geschichten erzählen. Denn als ich gestern Abend euch beide so spielen sah vorm offenen Kamin. Sag mal, habe ich richtig gehört, du willst ein Kind? Auf jeden Fall nicht, als wenn ich 40 bin. Guck dir doch die Mütter an, die mit 40 ihre Kinder kriegen. Nach der Karriere leistet man sich zur Vollständigkeit dann auch noch ein Kind. Nee. Die armen Kinder, kann ich da nur sagen. Und wie ist es denn mit dir, mit dem Kind? Hm? Ich bin im Moment mit ganz anderen Sachen beschäftigt. Wie ich oberhalb die Wasserquelle anzapfen kann. Wie wir Strom und Telefon hierher kriegen, damit meine Prinzessin auf der Erbse sich hier wohlfühlt. Über ein Kind habe ich noch nicht nachgedacht. Und wenn das unser Deal wäre? Was für ein Deal? Ich lasse mich auf das Haus ein und du auf ein Kind. Es gibt Fragen, ja. Die hauen selbst mich nach 40 Jahren nicht immer leichten Überlebens einfach um, hauen die mich drauf. Was machst du denn jetzt noch? Du, ich muss zur Bühne. Showprobe mit den College-Schülern vor dem Abend. Du musst heute Abend auf die Bühne? Ja, leider. Ey. Entschuldige. Wofür denn? Ich hab doch mitgemacht. Trotzdem. Was ist los? Claudine, können wir dich kurz sprechen, bitte? Am besten kommt Andi mit dazu. Was geht's denn?
Dann sagt der Hutzelzwerg zum Käpt'n: Los! Fahr los! Der Sturm wird uns nichts ausmachen. Das Schiff, das schaukelte. Der Wind, der blies. Und die Wellen hatten ganz weiße Zähne, wie wilde Tiere. Hey, da seid ihr ja schon wieder. Ich dachte, ihr kommt erst morgen früh. Du bist ja immer noch mit dem Hutzelzwerg beschäftigt. Ja, bin ich. Obwohl, ihr glaubt gar nicht, was das für Folgen haben kann. Was für Begehrlichkeiten das weckt. Jona! Hey, mein Schatz. Na, du? Hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Hast du die Mama nicht vermisst? Überhaupt nicht. Was machst du? Hast du einen Stuhl? Was guckst du denn da, Kasperle-Theater? Im Grunde muss ich in Zukunft jeden meiner Schritte sehr genau überlegen. Wir leider auch. Hallo, ein Haus. Warum? Naja, der Andi und die Maya haben uns in absolute Schwierigkeiten gebracht. Ihr müsst mir glauben. Ja, es fällt nicht leicht, Andi, ne? Wenn jemand überführt ist, wird er immer erst mal sagen, dass er das Geld zurückgeben wollte. Hör mal, Junge, ich habe keinen Pfennig mehr, nichts. Und Andi, was ich überhaupt am schlimmsten finde, ist, dass ihr uns da so reingerissen habt. Ich habe jetzt echte Probleme, länger mit Andi und Maya zusammenzuarbeiten. Mit Maya, okay, mit der habe ich ja nicht so viel zu tun. Aber mit dem, nur der Gedanke allein. Also, Moment mal. Ihr glaubt also im Ernst, Maya und ich hätten den Überfall inszeniert, um uns selbst zu bereichern? Hey, Andi. Immerhin könnte man das doch so sehen, oder? Guck mal, wenn du das Geld wirklich für uns alle für die Bühne benutzen wolltest, wieso hast du uns denn nicht eingeweiht? Kommst du erst mit der Sprache raus, als es kein Zurück mehr gibt. Und, was wird jetzt mit der Show heute Abend? Wieso? Ja, wie wieso? Ohne mich. Jetzt guckt nicht so. Ich hab Kussszenen und was weiß ich nicht alles mit dem. Das meint er jetzt nicht ernst. Na Christoph, was willst du denn? Der Junge ist clever. Hätte mir einfallen können, wenn ich es mir so recht überlege. Eine Idee aus meinen besten Tagen. Zumindest hat er schnell reagiert. Hm, zu schnell. Jona, nicht die Carla ärgern, Schatz. Lass ihn im Blick, ja? Ja. Ist klar, Katharina. Du bist natürlich als Clubchefin in einer anderen Position. Das ist nur das Problem, wie lassen wir das Geld wieder auftauchen, ohne dass ein Nachgeschmack bleibt. Lasst mich mal drüber nachdenken. Du hast Zeit bis morgen früh. Jo, da kann man sich eine Menge einfallen lassen. Zum Beispiel... Zum Beispiel was? Also ich pack das Geld in Umschlag. Fahr nach Rania und gebe den Umschlag als Wertpäckchen auf. Wieso gerade Rania? Weil ich da jemanden bei der Post kenne, der schuldet mir noch was. Ach so. Obwohl, das ist auch nicht optimal. Die Polizei wird Fragen stellen. Aber die Lösung liegt in die Richtung. Wie, du meinst bei der Polizei? Nein, 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 Kinder, Kinder. Ich muss einfach mal ganz in Ruhe nachdenken. Ja? Im Grunde würde ich jetzt gerne mal lang und heiß duschen. Kann der Club mir 80 Liter heißes Wasser spendieren? Ja, ja, vielleicht. Aber warum gerade 80? Eine halbe Stunde duschen, ist doch klar. Ich hab's ausgerechnet. Wegen dem Rohrquerschnitt. 80 Liter fließen in einer halben Stunde. Rohrquerschnitt? Ja. So habe ich hier die Heißwasseranlage berechnet. Aber weißt du, irgendwo muss da ein Rechenfehler liegen. Kein heißes Wasser. Wir haben Katharina versprochen, dass wir nicht darüber reden. Also habe ich den anderen nicht gesagt, dass wir schon längst bei ihr waren. Braucht ja nicht der ganze Club zu wissen. Ja, aber als Katharina das gesagt hat, da konnte ja niemand anders, wo du das Geld findet. Scheiße. Jetzt platzt die Show heute an. Sag mal, glaubt die Katja wirklich, dass wir mit dem Motorradtypen unter einer Decke stecken? So richtig hat keiner zu mir gehalten. Die können sich das alle vorstellen. Ich muss hier weg. Was sind das nur für Kumpels? Hey, die sind wahrscheinlich alle total durcheinander. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Jetzt machst du keinen Fehler. Was kann ich denn noch für Fehler machen? Mich hält nichts mehr hier. Wirklich? Hey, gibst du immer so schnell auf? Gleich beim ersten Problem wegrennen? Das sehe ich anders. Schau mich doch mal an. Richtig, meine ich. Ich mag dich. Du meinst, wir packen das hier? Alleine vielleicht nicht, aber zusammen. Ist doch ein Versuch wert.
Habe ich dir Zeugen oder kamst du nicht erst ab? Ja, daran erinnere ich mich unheimlich gerne. Den größten der Fische bekamst du ja nicht mal alleine ins Boot. Da mussten wir beide ran. Können wir das noch mal machen? Klar. Ich arbeite ja immer noch beim Bootsverleih. Da kriege ich jederzeit ein Boot. Beim Fischen, da kann man so leicht vergessen. Sie können spannen. Ja. Da kann man sich sehr gut entspannen. Obwohl beim letzten Mal, da warst du überhaupt nicht entspannt. Da warst du unheimlich dienstlich. Ich meine, jetzt bist du ganz Vaselis, aber neulich, da warst du ganz Polizist. Ja, ich weiß. Ich brauchte dich. Klar, weil ich hier im Hafen so einiges mitkriege. Und nicht nur im Hafen, mein Lieber. Obwohl letztes Mal, als ich dir geholfen habe, da hast du gesagt, dass du... Ich weiß jetzt auch nicht. Dass ich dir meine Hilfe angeboten habe, wenn du sie mal brauchen solltest. Richtig. Ich meine, also versteh mich jetzt bitte nicht falsch. Also du bist Polizist und du bist in einer einflussreichen Position und... Verdammt nochmal, wie fange ich das jetzt an? Wie kann ich dich? Das ist schon mal ein guter Anfang. So, jetzt wisst ihr alles. Aber was viel wichtiger bei der ganzen Sache ist, ich habe zu keinem Zeitpunkt auch nur den geringsten Verdacht gehabt, dass der Andi da in seine eigene Tasche wirtschaften wollte. Geschweige denn mit den Dieben unter einer Decke steckte, das ist völliger Blödsinn. Dafür spricht auch, dass der Andy und die Maya vorher bei uns waren und alles erklärt haben, bevor die hier das Geld gefunden haben und der Verdacht ins Rollen kam. Also, ich spreche sicher im Namen von allen, die daran beteiligt waren. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, ja. Danke. Andi, Entschuldigung. Schon gut. Ich habe dir Unrecht getan. Hier, die ist für dich. Du hast dich doch um besseres Licht bemüht. Vielleicht als bescheidener Anfang? Ich meine, so als Neubeginn. Gutes Stichwort, Neubeginn. Braucht ein bisschen Zeit. Gibst du mir die? Herzlichen Dank, danke. So, der nächste Titel ist sozusagen brandneu und sollte eigentlich erst bei einer späteren Show rauskommen, aber ich dachte mir, der heutige Abend passt eigentlich ganz gut. Jetzt für euch und speziell für Andy, It's Alright. The rain that fell from heaven, blood dyed shining sun, the clouds moved in around me. There's nowhere I can run. The time we shared together will live eternally. And everything that happened. Also Vaselis wird das alles bei der Polizei klären. Oh Mann, da kriege ich ja weiche Knie. Claudine, wenn ich heute Nacht nicht nach Hause komme, sind nicht nur die Knie weich geworden. Bei der Summe, wie könnte die unserem Häuschen nützen? Richtig. Du bringst das Geld sofort zu deinem Vaselis. Ja, da möchte ich auch drum bitten, du. Sag mal, wie läuft das jetzt? Du bringst das Geld jetzt zur Polizei. Die meldet sich jetzt irgendwann mal bei mir und dann kann ich das Geld von denen offiziell übernehmen. Ist das richtig? Genau so. Und die werden keine weiteren Fragen stellen? Die habe ich bereits im Vorfeld alle beantwortet. Super. Sag mal, braucht ihr mich noch? Nee, ist alles klar. Okay, ciao. Ciao. Gut.
Ich habe natürlich doch noch was. Ja, was denn? Könnten wir vielleicht in der nächsten Zeit die Clubdusche, ich meine die heiße, benutzen, so als kleine Anerkennung. Ja, klar. Moment mal, Katharina. Das könnte bedeuten, dass wir ewig auf unserem Provisorium da hängen bleiben. Der geht laufen mit Vasilis fischen und zu Hause passiert nichts am Heißwassersystem. It's your life, you know how to live it. All you got, go on and give it. Just keep on your way. Stop, get loose, it's the only way to make it. If you can hang up, you're only gonna break it. So let it go, you don't have to fake it. Just keep it on your way. Das ist ja Wahnsinn. Klasse. Moment. Ich hab da nämlich noch ein Spezialverfahren. Was? Spezialverfahren? Im Bett oder was? Na klar, im Bett. Ich hab mir ein herrliches Risotto machen lassen. Und das hält sich hier besonders gut warm. Was ist? Gar nichts. Schau mal die Kerzen an. Licht ins Dunkel. Um besseres Licht wolltest du dich doch schon immer mal kümmern. Whatever you dream, whatever you need, you gotta live.